geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielleicht seht ihr es schon, ich habe das Talk im Kofferraum und heute geht es nach Altenberg auf ein paar Trails. Ich war das allererste Mal hier ganz am Anfang, als ich, glaube ich, ja, angefangen habe, Fahrrad zu fahren. Irgendwann letztes Jahr im März, Februar. Und habe da so ein bisschen Horror vor, weil alles steil, alles eklig war. Aber heute konnte ich mich einer Truppe anschließen, die mir versprochen haben, es wird nicht so wild. Deswegen heute nochmal nach Altenberg. Ich bin sehr, sehr gespannt. Bis gleich. Auf dem Trail. Ach ja, bevor ich es vergesse, geht das Auto wieder an. Es gibt jetzt demnächst einen Zweitkanal. Macht euch schon gespannt, seid schon gespannt. Was da genau kommen wird, das werdet ihr noch sehen. Vielleicht habt ihr es auch schon irgendwie mitbekommen. Aber dazu gibt es demnächst ein weiteres Video. Und es gibt Livestreams in Zukunft. Also, ja, jede Menge News. Es ist natürlich wieder perfekte Konditionen heute. Es hat die ganze Nacht geregnet. Ich wette, es ist richtig schlammig. Und ja, aber dafür ist es heute richtig heiß. Wir haben 8 Grad und ich glaube, das ist dann alles gar nicht so schlimm. Nach dem gefühlt unendlichen schlammigen Anstieg ging es dann auch auf den ersten Trail. Der sollte so ein bisschen Enduro-lastig sein, ziemlich flach, ein paar Steigungen dabei, zwischendurch mal eine kleine Senke und natürlich ja, Wurzeln und Nässe überall. Nach meinem allerersten Besuch hier in Altenberg hatte ich echt krass Respekt vor dem Ding. Aber naja, wir werden sehen, wie ich mich dieses Mal hier in Altenberg schlage. Gott. Besonders auf Trails, die ich einfach nicht kenne, ist mir die Nässe noch unangenehmer als auf den anderen. Ich muss schon sagen, ich habe mich auch langsam dran gewöhnt, dass es einfach ständig nass und schlammig ist. Aber da ich einfach nicht weiß, wo die nächste Wurzel kommt und vor allem welche Richtung die Wurzel hat, ist mir das Ganze dann nicht ganz geheuer. Und dazu kommt einfach noch, dass ich ja auch lange irgendwie nicht mehr auf dem Talk gesessen habe, muss ich mal feststellen. Der Warm-Up-Trail war schon mal überstanden und das sogar ohne Sturz. Ich war da schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich die ersten Ängste vor Altenberg überwunden habe. Es ging dann weiter nach oben, wie es halt so in Altenberg ist, also naja. Allerdings waren auch schöne Uphill-Passagen dabei, wie zum Beispiel hier auf diesem kleinen süßen Wanderweg, der so sogar wie freigeschnitten irgendwie aussieht. Und dann ging es auf die nächste Abfahrt. Das Gute ist in Altenberg, die Abfahrten sind wirklich sehr, sehr lang.
Ja, ein bisschen. Alles in allem war ich bisher sehr, sehr zufrieden mit mir. Ich habe meine kleinen Ängste überwunden, bin das ein oder andere Mal sogar relativ flott gefahren, Steilstücke gefahren und so weiter und so fort. Und dafür, dass ich das erste Mal die ganzen Trails hier fahre und wir leider ja nicht nochmal hochpedalieren, wenn wir einen Trail geschafft haben, war ich da wirklich zufrieden mit mir. Also so weit, so gut. Ah, scheiße. Nach dem ersten kleinen Patzer, wo ich dann ja die Linie nicht gefunden habe und schieben musste, ging es dann wie auch schon vorher auf den nächsten Uphill. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ich hier für mein Enduro-Rennen trainieren kann und bin dann ja, einfach hochgestrampelt. Der letzte Trail war schon ein bisschen mehr nach meinem Geschmack und dann habe ich mich auch schon relativ wohl gefühlt. Auf geht's also auf den nächsten Uphill. Der letzte Trail für den Tag fing eigentlich ganz cool an. Sehr Enduro-lastig und deswegen auch gut für mich zum Trainieren. Allerdings ging das Ganze dann am Ende für mich in eine Richtung, die ich echt überhaupt nicht leiden kann. Ey, diese Bäume. Thank you.
Oh Gott, richtig in den Schlamm eingetaucht. Das ist genau sowas, was ich hasse. Ja, ich dachte, die andere Linie ist einfacher. Auch wenn ich mit Sicherheit hier keine Glanzleistung abgeliefert habe, bin ich dennoch zufrieden mit mir gewesen. Außerdem habe ich jede Menge Kalorien verbrannt an dem Tag und durfte deswegen abends essen, was auch immer ich wollte. Außerdem finde ich in der Nachschau eigentlich wirklich immer etwas, was ich irgendwie mitnehmen konnte und was ich irgendwo dazugelernt habe, auch wenn es irgendwie nur Kleinigkeiten sind. Aber jedes Mal, wenn ich rausgehe und Fahrrad fahre, dann lerne ich eine Kleinigkeit und irgendwann sind es halt viele Kleinigkeiten und das führt am Ende doch dann auch zum Erfolg. Also Leute, lasst mir gerne ein Abo da, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und fit. Ciao.